Wenn ich mich in einer Client-Server-Umgebung an Computern anmelde, kann das manchmal ganz schön lange dauern. Ich zeige euch das hier einmal. Den Computer schalte ich an. Es handelt sich um ein ThinkPad E16, erste Generation. Ja, das sind die Geräte, mit denen wir in der Schule arbeiten und nicht irgendwelche Geräte, für die ich gesponsert wurde. Die Geräte sind in iServe eingebunden und wenn ich das Gerät einschalte, dann laden erstmal ganz viele Konfigurationen. Das, was ich gerne haben möchte, ist natürlich, dass ich einschalte und mich gleich anmelden kann. Sprich, hier habe ich ein Gerät schon mal länger hochgefahren und wenn ich jetzt auf Enter drücke, dann erscheint der Anmeldebildschirm. Ich gebe also meinen Benutzernamen. Bei iServe ist das der gleiche Nutzer, den ich auch in der iServe-App beispielsweise verwende, ein und das entsprechende Kennwort, das nur ich kennen sollte. Dann bin ich angemeldet. Der Rechner, den ich gerade gestartet habe, ja, der fährt immer noch hoch und es dauert und es dauert. Was ist passiert? Die Person, die vorher hier saß, hat den Rechner heruntergefahren. Ja, das möchte ich in der Regel nicht haben. Deshalb zeige ich euch einmal, wie das aussieht, wenn ich angemeldet bin. Ich habe hier eine Windows, ich glaube 10 ist das Umgebung. Und da gibt es hier unten so ein Symbol, das wahrscheinlich Fenster darstellen soll mit einem Fensterkreuz. Das ist ja eine Windows-Umgebung. Und wenn ich dort draufklicke, dann gibt es hier den Punkt herunterfahren. Wenn ich die Maus dort drüber stehen lasse, nein, das, ja, doch hier. Wenn ich hier rechts auf den Pfeil gehe, dann geht so ein Menü auf und dort gibt es die Punkte Benutzer wechseln, abmelden, sperren, neu starten, Energiesparen und Ruhezustand. Energiesparen ist immer eine super Sache, aber nur wenn ich angemeldet werden möchte. Neu starten könnte ich theoretisch auch machen, aber das Einfachste ist, ich gehe auf Abmelden. Wenn ich hier auf Abmelden gehe, dann werde ich nur kurz abgemeldet und der nächste Benutzer kann sich wieder anmelden. Während der Rechner, den ich vorhin gestartet habe, immer noch seine Einstellungen lädt und ich warte, dass ich mich anmelden kann. Wie gesagt, der Anmeldebildschirm, da müsste irgendwann die Uhrzeit und das Datum stehen und wenn ich dann beispielsweise auf Enter drücke, dann kommt der Anmeldebildschirm. Der ist auf dem Gerät immer noch nicht erschienen. Ich warte und warte und warte. Während der Rechner, auf dem ich mich gerade einfach abgemeldet habe, den ich nicht heruntergefahren habe, auf dem kann ich jetzt auch einfach auf Enter drücken und mich wieder anmelden. Der nächste Benutzer kann sich also sofort wieder anmelden und muss nicht warten. Deshalb die große Bitte, wenn ihr angemeldet seid, bitte nicht herunterfahren, sondern einfach abmelden. Auch wenn das Energie kostet, die Rechner können währenddessen ihre Updates fahren und die nächsten Nutzer müssen nicht warten und warten und warten, wie ich das hier bei dem mittleren Gerät immer noch tue.